Sie stehen hier jetzt so rum, schauen sich die Demo an? Ja. Ja, wir schauen es uns an und interessiert es. Ich bin überrascht, wie gut und wie locker die Leute hier miteinander umgehen. Ich finde das gut. Ja, wir finden das super, dass hier so viele Leute gekommen sind und begeistert, dass die jungen Leute sich für die Sache so einsetzen, den Weg auf sich nehmen, die ganzen Hürden auf sich nehmen, um hier eigentlich der Welt zu zeigen, dass mit der Politik auch nicht alles richtig ist, was gemacht wird. Also bis jetzt ist es ja friedlich, ich hoffe, es bleibt so. Also das ist mir natürlich ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Ich denke, das ist auch für die Bevölkerung hier wohl das ganz, ganz wichtige Kriterium. Wir sind ja nicht hier, um einfach irgendwie Krawall zu machen, sondern auch Inhalte zu transportieren. Und das verträgt sich dann eben auch mit guten Stimmungen. Sie kommen aus Garmisch? Ja. Dann können Sie uns ja hautnah erzählen, wie es so die letzten Wochen, die letzten Tage hier war. Absolut friedlich, keinerlei Beeinträchtigung, weil die Polizei ist rumgefahren, sind super freundlich, geben immer Auskunft. Also es hat sich hier wirklich keiner beeinträchtigt fühlen können. Man hat sich absolut frei bewegen können, überall. Die Polizei ist freundlich, wenn man mit dem Fahrrad kommt, die gehen auf Seite, die grüßen. Es ist, also die bemühen sich sehr, um ein bürgerfreundliches Bild abzugeben. Stört es auch, dass wirklich so viel Polizei hier ist? Überhaupt nicht. Also mir hat es persönlich gar nicht gestört. Die waren alle recht freundlich und recht relaxed. Können Sie uns so beschreiben, wie die Atmosphäre nicht nur die letzten Tage, sondern auch die letzten Wochen war? War da eine Angst dabei, wie es letztendlich wird? Also doch, die Bevölkerung hier hatte eigentlich schon sehr viel Angst. Und es ist ja so, es war so ruhig die letzten Tage. Es war so wie die Ruhe vor dem Sturm irgendwie, so kam es den Leuten vor, ja. Und was halt wahnsinnig auffällig war, war die Polizei hier, diese Übermacht dieser Polizei. Solange das so wie Volksfest bleibt, alles in Ordnung, aber hoffen wir, dass keine Schläger unterwegs sind.